So, liebe Leute von heute, da sind wir jetzt also mal wieder hier bei Black Clover Quartet Nights oder Quartet Nights, wie auch immer das englische Wort für Quartett eigentlich ja, naja, ausgesprochen wird. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part hier unser Abenteuer in einer Welt voller Magie in der Vergangenheit des Königreichs Clovers begonnen. Ja, auf dem Landsitz, oder besser gesagt, auf dem Anwesen der Adelsfamilie Frese, die angeblich zur damaligen Zeit, so wurde es überliefert, von Räuber angegriffen wurden. In Wirklichkeit allerdings, wie wir es erfahren haben, waren es keine Räuber gewesen, sondern auch Adelige, die es auf Lord Frese und seine Familie abgesehen haben. Weil Lord Frese besaß die mächtige Magie der Voraussicht. Er konnte ein bisschen in die Zukunft sehen, wodurch er, sagt, am Hofe des Königs und auch generell sehr schnell an Ansehen gewann. Tja, was sagt man dazu? So eine Fähigkeit hat doch jeder ein bisschen gerne. Und dass so eine Fähigkeit sich Neider verschafft, das war natürlich ja klar. Auf jeden Fall hat der Sack Lord Frese dann der Sack seine Tochter rettenderweise in die Zukunft geschickt, wo sie dann völlig entkräftet auf den jungen Yami Sukehiro traf, der später zum Anführer des magischen Ritterordens Schwarzer Stier ja wird. So viel dazu, er sagt ja auch. Dann wechselte auf jeden Fall die ganze Szenerie ja in die Gegenwart so ungefähr, wo man dann ja hier auf Astaya traf, der, sag ja, ohne Magie geboren war, aber das fünfblättrige Grimoire erhielt, von dem gesagt sei, dass im fünfblättrigen Grimoire der Teufel inne wohnt. Oder inne ist. Naja, auf jeden Fall besitzt Asta ja keine Magie, dafür aber dank des Grimoires die Fähigkeit Antimagie. Der Antimagie. Er ist, sag, ein Schwertkämpfer. Hat er, sagt, schon einiges an Abenteuer im Schwarzen Stier erlebt. So zum Beispiel auch das erste große Abenteuer, was dann auch im letzten Part kurz gezeigt und erwähnt wurde. In einem Dungeon, wo er und seine Gefährten ja, auf Soldaten oder besser gesagt auf magische Krieger aus dem Königreich Diamond trafen. Auf den, ja, Magier namens Mars, den sie dann ja auch besiegen konnten. Und danach ging es dann erstmal so weiter. Ich würde mal sagen, ein paar Monate später nach dem Ereignis aus dem ersten Dungeon, den Asta und Co. besuchten, ging es dann erstmal zum anderen Dungeon, auf dem ehemaligen Landsitz der Familie, der Adelsfamilie Frese. Tja, und da nahm natürlich die Geschichte jetzt erstmal so ihren Lauf. Sie wurden also von Golems dort angegriffen. Yami Sukehiro, der Anführer, der hat sich dann erstmal hinter eine Tür, naja, verabschiedet. Seine Leute sollten das erstmal alles selbst regeln. Haben wir natürlich auch geschafft, auch wenn die Kameraführung nicht gerade sehr berauschend ist und wir natürlich auch keine Gegner anvisieren können oder auch fixieren. Haben wir trotz allem das Ganze geschafft. Und ja, weil er sagt, Yami beim besten Willen nicht mehr hervorkam vor der Tür oder aus der Tür und auch kein Laut von sich gab, sind dann erstmal Asta und Co. hinter die Tür geschritten und trafen dann erstmal auf einen ziemlich feindseligen jungen Yami Sukehiro, der noch kein magischer Ritter war und noch nicht mal ein Grimoire besaß. Und diese Geschichte wird jetzt in Episode 3 fortgesetzt. Ein Junge namens Yami. まさか何か変なトラップ魔法に引っかかって。じゃああれ、闇団長なのか？俺たちのこと分からないみたいだぞ。記憶も一緒に若返ったのかも。なあおい、そこのチビ。なんでしょう？ここにもう一人カルナって女がいたよな。え、いや、見てないっすけど。ああ、てめえふかしてんじゃねえぞ。 身長半分にされてえか？本当です！ヤミさんしかいなかったっす！怖え！若いのにむしろ怖え！そっか、じゃあいいわ。ちょ、
どこ行くんすか？その女を探す。いやいや、先に医者でしょ。アスタ、団長を止めるわよ。お！Tja, als wenn das eigentlich so einfach wäre. Aber da er jetzt sowieso ein paar Jährchen ja jünger ist, ich würde mal sagen so an die 12 Jahre jünger, müsste so ungefähr hinkommen. War ja Mizuki Hiro nicht eigentlich so 26, 28? Wurde das nicht mal so im Manga oder Anime erwähnt? Naja, es ist ja auch schon ziemlich lange her, wo ich diese Information mal gelesen oder gehört habe. Generell, Astas beide Schwerter hatten ja eigentlich auch besondere Namen gehabt. Wie schon gesagt, die Tatsache, dass man die Kamera... ...auf den Gegner nicht fixieren kann, ist wirklich ziemlich nervig. やっぱり団長なのかしら。この若さでこれだけ強いんだし。ねえ、本当に連れて帰るの？Tja, was getan werden muss, muss getan werden. Und jetzt auf einmal? Okay, wir kriegen Ersack 3000. Was weiß ich, wurde Ersack auch mal die Währung des Landes erwähnt? Ich glaube, es war einfach Gold. Aber wie dem auch sei, Episode 3 ist abgeschlossen. Dann geht's dann jetzt erstmal weiter mit Episode 4, der schwarze Stier. Mal sehen, wie dann all die anderen Mitglieder des Ordens darauf reagieren werden, den jungen Yamizuki Hiro zu treffen. Quartier des schwarzen Stiers, wie schon erwähnt. このガキがヤミさんだってのか、こら！あの状況からして、そうとしか。こんなクソガキが、あのヤミさんだぞ！取り押さえて連れてくるだけで俺たち死にそうになったんすよ！え？そんなに強いの？ねえ、僕ともやらない？ねえ、坊や。嘘つかない方がいいわよ。酒くせえな、離れろ。おい、トサカ野郎、さっきから聞いてりゃてめえ喧嘩売ってんのか。お前こそヤミさんを語りやがって、ただで済むと思ってんのか。ねえ、やろうよ。ちょっと皆さん落ち着きましょうよ。おいチビ、これほどけ。なんだかわかんねえな。売られた喧嘩だ、買ってやる。ジョータ、てめえが勝ったらヤミさんだと認めてやる。表に出ろよ。よーし、やるぞ。面白くなりそう。ああ、行っちゃった。ゴーシュは行かないの？マリーの写真を見るので忙しい。チャーミーは？おかわりだ。ふしゅー、tja, tja. Aufgrund der ganzen Lage würde ich wirklich mal so sagen,
Das Ganze spielt wirklich ein paar Monate, nachdem Asta und Co. auf die Leute aus Diamond getroffen sind. Waren. Weil bis jetzt, zu diesem Zeitpunkt, waren die dann anscheinend noch nicht mal im Meerestempel gewesen, auf der Suche nach einem der magischen Steine, hinter dem das kalte Auge der weißen Nacht her sind. Ansonsten wäre die wahre Gestalt von Grey ja schon offenbart worden. Und, okay, Gebietseroberung. Kämpfe um die Kontrolle über den Kristall. Der Kampf besteht aus zwei Phasen. Kristall transportieren. Kontrollierst das Gebiet bis zu der Angreifer. Du musst den Kristall ins Ziel bringen, während das Gegnerteam versucht, dich aufzuhalten. Erreichst das Ziel innerhalb des Zeitlimits? Nicht wechselt ihr die Seiten. Macht das Gegnerteam mehr Fortschritt als du. Anzeige oben, gewinnt es. Wenn nicht, verliert es. Okay. ルールは錦模擬戦闘だ。フィールドに置かれた自分らのクリスタルキャリアを先に目的地まで持っていく。あとは最終的に相手より目的地に近づけた方が勝ちだ。分かったか。なんでもいいぜ、トサカヤンキー。負けないぞ。しょうがないわな。味方してあげるわよ。じゃあ私は、マグナの方に入るわね。 なんでこんなこと。今だ。やったぜ。逃がさない。今よ。任せろ。どうだ闇。しまった。まだ戦える。いけ。Okay, bisher bin ich mir noch gar nicht mal sicher. Wie das Ganze jetzt hier zu gewinnen ist. Ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass wir jetzt am Gewinnen sind. Bring den... Warte mal, den Kristall zum Ziel des Teams? Okay, das dauert wirklich eine ganze Weile, bis er sagt, der Kristall ans Ziel kommt. Hä? Hey, Magna, bleib gefälligst hier! Okay, das war die falsche Richtung. Wo zum Kuh ist denn der Kristall jetzt? Okay, der bewegt sich ein bisschen. Langsamer als erwartet. Okay, das ist die Fadenmagie von Vanessa. Vanessa auf jeden Fall. Ich weiß aber am besten, wenn ich so genau was jetzt. Ja, irgendwie konnten wir da auch noch rennen. Aber egal, der Sieg ist jetzt auf unserer Seite. てめえが闇さんだってことは信じてやるぜ。それなんだろうよ。お前ら俺のこと知ってるのか。どこかで会ったことあったか。あと、さん付けとか団長ってのは一体何なんだ。ああ、それは。 トラップ魔法で若返りだと。確かに。 あの時は意識飛んじまってたから、俺には何が起きたのかわかんねえけど、
お前らの言うことが本当なのかもしれねえが、若返り28歳。Da hab ich gut geraten。俺は本当にそんなジジイなのか。じゃあ、お前らに会う直前、カルナといたこの記憶は、まあいいか。それが嘘でも本当でも、俺が俺であることに変わりはねえ。さすがヤミさんだ。こんなことでもうろたえねえ、でっけえ人だ。あとお前ら、団長とかさん付けとか、気持ち悪いから普通に呼べ。え、いいんすか？あ、いや、いいのか？俺は14だぞ。ほとんど年変わらねえだろ。俺より年下？マジかよ。呼び捨てなんてとんでもねえ。俺は今まで通り呼ばせてもらいます。またやろうよ、ヤミ。若い団長も可愛くていいわね。アスタの方が…って、何考えてるの私。俺のことはフィンラルさんでいいよ。てめえはダメだ。なんで？ Tja, schon damals die gleiche Meinung über Finral gehabt. Aber schön. Schön, schön, wieder einmal eine weitere Episode abgeschlossen und nun geht's also weiter mit der goldenen Morgendämmerung. Dem besten Orden im ganzen Königreich Clover. Aber weshalb geht es dafür denn jetzt wieder in einen weiteren Dungeon? Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Weiter geht's. Quartier des Schwarzen Stiers Bibliothek. この本にも参考になるようなことは書かれてないわね。若返りや不老不死についての文献はたくさんあるけど、どれも伝説の域を出ないものばかりね。なあ、これなんて読むんだ？玉手ボックスよ。何読んでるの？土産に持たされた玉手ボックスを開けると白い煙が吹き出し、煙が晴れると彼はなんと白髪の老人に。あんたこれ子供用の昔話じゃないの？もういいって。そのうち元に戻るだろう。いいから俺たちに任せとけって。なんでそんなに頑張るんだ？俺のことだろ。だからだろ。誰か来たぞ。早く闇を奥に。って何してんだ闇。誰だ？押し売りならぶっ飛ばすぞ。久しぶりだな、アスタ、ノエル。ごきげんよう、アスタさん。久しぶり。おお久しぶり。闇を見られた。何か用かしら。なんでこんな時に。おやすだ、なんだこいつら。金色の夜明けっていう俺たち黒の防御とは別の騎士団員だ。このメガネの先輩がクラウス。よろしくな、メガウス。適当に省略するな、クラウスだ。こっちの女の子がミモザ、ノエルの親戚だ。ごきげんよう。で、このいつもボサッとしてんのがユノ。俺の幼馴染でライバルだ。アスタだっていつもダサッとしてる。ダサッとしてるってなんだよ。ライバルね。見た目じゃ勝負になってねえぞ、アスタ。うるさいよ。アスタ、その男見かけない顔だが何者だ？え？誰？その、うちの団長です。なんだと？先日とある事情によりこのような姿になってしまいました。まあ、団長が若返るなんていつにも増して意味不明で楽しそうですね。楽しくなんかないわよ。今日は新しい任務を賜ってな。また黒の防御と合同ということになった。アスタ、ノエル、お前たちを連れて行こうと立ち寄ったのだが、まさか団長がこんなありさまでまともに魔法騎士団の活動ができるものか！
任務には我々だけで行く。このことは上に報告するからな。ちょっ、ach was, ah, Lava Dungeon. Das erklärt jetzt natürlich auch das feurige Auftreten. Nondo. Damatte kiteria megane, kore megane. Ore no karada doko mo okashiku ne en da yo. Temei yori yoppodo matomo ni hatarakeru ze. Omoshiroi. Naraba jissen keishiki to ikou. Ichishiki mogi sento kunden. Kraus senpai. Tomeru na Yudo. Koitsu ra kuro no bōmu.我ら金色の夜明けとの格の違いを教えてやる。メガネの言う通りだぜ、スカシ君。格の違いを教えてやる。クラウス先輩、本気を出します。あ、ユノさんに飛び火しましたわ。Na, das wird jetzt auch interessant sein. Aber was erwarten die eigentlich in einer Welt voller Magie?Sowas kann natürlich ja auch, eine spontane Verjüngung kann natürlich auch geschehen. Man weiß ja nie, was für magische Fallen oder Werkzeuge es so gibt. Besonders aus der Antike. Oder aus der Vergangenheit. Na, wie dem auch sei. Jetzt kämpfen wir also gegen Yuno, Klaus und Mimosa von der goldenen Morgendämmerung. Na, das wird jetzt sehr interessant werden.Oh, sag mir jetzt nicht, über Übungskampf Typ 1, Zonenkontrolle. Ein Kampf um die Kontrolle über ein Zielgebiet. Halte die Gegner fern, um die Kontrollanzeige zu füllen. Das Team, das die erste 100% erreicht, gewinnt. Teamrelikte erscheinen regelmäßig und verleihen dem ganzen Team eine Stärkung. Oh Gott. Ichishiki Mogi Sento wa Kyoten Seiyatsu. Konkai wa Hōmotsuku no Tobira wo Kyoten to Sette suru. Aite wo Kyoten kara Haijo shi, Ittei Jikan Kyoten wo Iji shita Dan ga Shouri to naru.面白い勝負だ。おお、ユナ、やる気すぎだろ。お手柔らかにお願いしますね。なんでこんなことに。オフだ。おう、逃がさねえぜ。急い、決めちまえ。これなら行ける。やっと、俺は負けない。急い、Okay, wo mag jetzt eigentlich der Yuno stecken und... verdammt nochmal, bis zur Wiederbelebung dauert es noch ein bisschen. Aber diese verdammte Kamera...Verdammt nochmal, wo muss ich jetzt hin? Hilfe! Wenn ich doch jetzt eigentlich bloß wüsste. Wie genau das Ganze funktioniert. Okay, wo zum Kuchen sind die Leute der goldenen Morgendämmerung abgeblieben? Oh, verdammt nochmal, hä?
よっしゃー、分断する。このまま行きましょう。まとはダメくこれは負けない。Okay, so oder so, wir haben... Vielleicht das Duell... gewonnen. Tja, die Zone haben wir unter Kontrolle gebracht. Mita ka Megane, ore no kachi da. Yoshi. Mina, Hōmotsuka ni hairu zo. Nani mushi shiten da teme? Koryā sugoi. Takara no yama janai ka. Katte ni motte iku na yo. Kore ra wa subete ōkoku no zaisan da kara na. Oi, Megane.お前もうちょっと肩の力抜けよ。はぐるぞ。やかましい。皆さん、こっちです。これは封印されているな。中身の巻物にはどんな魔法が。これどうしたらいいんだ。どこかに封印を解除する仕掛けがあるかもしれん。手分けして探そう。いちいちめんどくせえな。ぶった切っちまえばいいだろ。何してんだ。じゃあ、den einfachsten Weg gehen。einfach draufhauen。危ねえとこだったな。貴様！なんてことをしてくれたのだ。任務の最後にとんでもないことを。うん、次は気をつけるわ。次などあるか！帰ったら上に報告するからな。帰るぞ。ユノ、今だ。あ、待ってください。ではアスタさん、またいずれ。それとヤミさん、あまりクラウスさんをいじめないでください。ハゲてしまいます。じゃあな、アスタ。おう。おい、スカシ、ユノって言ったか。なかなか楽しかったぜ。次は手加減しない。お前本気出すって言ってたろ。Tja, eine nette Episode, kann man dazu bloß sagen. Damit wäre aber dann das Abenteuer mit der goldenen Morgendämmerung auch jetzt erstmal vorbei. Als nächstes kommt dann Episode 6, Geister der Vergangenheit. Das bedeutet dann natürlich wohl, dass in der Hauptstadt Clovers wohl jetzt Kana auftreten müsste. Und dass wir wohl höchstwahrscheinlich zum König der Magier hinbeordert werden müssen. Aufgrund dessen, weil Yami, naja, eine unfreiwillige Verjüngungskur hinter sich hatte. Na gut, dann muss das halt so sein. Geister der Vergangenheit kommen bald herbei.